Servus, mein Name ist Christian, ich bin 52 Jahre alt und ich habe in den letzten 2 Jahren 16 Kilogramm von meinem Körperfett verloren. Und da ich in letzter Zeit immer häufiger gefragt wurde, wie hast du das gemacht, was ist das für ein Geheimnis, ist eine Diät dahinter, darum gibt es jetzt hier das Video und ich möchte mit euch einige grundlegende Überlegungen zum Thema Fettabbau, Abnehmen teilen. Die erste Überlegung dazu ist, ich wollte nie abnehmen, weil abnehmen bedeutet einfach weniger Gewicht auf der Waage angezeigt zu bekommen. Das Einzige, was ich wollte, ist Fett loszuwerden. Das heißt, mir gefällt sehr, sehr gut von Dr. Moosburger der Begriff Abspecken. In Wirklichkeit will man fettlos werden und nicht Körpergewicht reduzieren. Wie kommt es nun dazu, dass das Körpergewicht eigentlich steigt? Wenn man sich ansieht, eine einfache Grafik, die besagt, hier ist mein Gewicht, das die Waage anzeigt, also Muskelmasse, Wasser, Fett, alles, das, was mir die Waage anzeigt. Und hier ist mein Alter. Dann ist es in den meisten Fällen bei uns so, dass wir irgendwann zunehmen und wenn wir ausgewachsen sind in dem Bereich zwischen 18 und 22 Jahren, pendelt sich das Gewicht ein und wir haben ein relativ konstantes Gewicht. In den meisten Fällen, je nach Mensch unterschiedlich, beginnt ab irgendeinem gewissen Lebensalter das Gewicht leicht zu steigen und wird immer mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum geht es nicht einfach konstant weiter? Ganz einfach, unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser, aus Sehnen, Bändern, Gewebe, Muskeln und Fett. Und die Muskelmasse nimmt ab einem gewissen Alter ab. Was bedeutet das, wenn die Muskelmasse abnimmt? Einige Studien sagen, ab dem 30. Lebensjahr nimmt man ca. 5% pro 10 Lebensjahre ab. Andere Studien sagen, ab dem 50. Lebensalter nimmt man 1-2% pro Lebensjahr an Muskelmasse ab. Sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse, die man findet, wenn man recherchiert. Faktum ist, irgendwann beginnt jeder von unserem Körper, egal ob Mann oder Frau, Muskelmasse abzubauen. Jetzt baut der Körper die Muskelmasse ab und dadurch ist der Kalorienverbrauch, der durch diese Muskeln hervorgerufen wird, normalerweise reduziert. Das heißt, mein Grundumsatz, der Umsatz, den meine Muskeln auch im Ruhezustand verbrauchen, ist reduziert. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, ich nehme hier den Kilokalorien, den Kalorienverbrauch, und dieser Kalorienverbrauch beginnt sich irgendwann zu reduzieren und wird immer weniger, weil ich ja weniger Muskelmasse habe, die das verbrennt, dann entsteht, würden wir diese Linie fortführen, zwangsläufig hier ein Bereich, wo man sagt, hier gibt es einen Kalorienüberschuss. Was macht der Körper jetzt mit dem Kalorienüberschuss? Er speichert ihn, Kalorien sind Energie, er speichert ihn für schlechte Zeiten in Form von Fett und lagert das Fett ein. Und das ist dann hier das Ergebnis, das wir erhalten, nämlich das Körpergewicht steigt, weil Fett eingelagert wurde. So, diesen Muskelschwund nennen Mediziner Sarkopenie. Sarkopenie setzt sich aus den griechischen Sarx und Phenia zusammen, Fleischmangel. Und Sarkopenie ist bei Medizinern der Begriff für Muskelschwund. Jeder von uns ist diesem Muskelschwund unterworfen. Das heißt, wenn man nichts tut, werden unsere Muskeln immer weniger. Immer weniger Muskeln bedeutet immer weniger Grundumsatz,
immer weniger Grundumsatz, bedeutet, es stehen immer mehr Reserven zur Verfügung, die wir nicht brauchen, und diese lagert sich in Fett ein. Das heißt, meine Grundüberlegung zum Thema Fettabbau resultiert genau aus dieser Grafik, dass ich gesagt habe, okay, dann muss ich eben schauen, dass mein Grundumsatz gleich bleibt oder sogar erhöht ist. Wenn ich den Grundumsatz erhöhe, sprich wenn ich durch körperliche Arbeit, in welcher Form auch immer, mehr Kalorien verbrauche, dann wird sich mein Fett reduzieren. Und das hat funktioniert. Das hat sogar sehr gut funktioniert, denn laut wissenschaftlicher Literatur ist es so, dass 1 Kilogramm Muskelmasse, 1 Kilogramm Muskel entspricht circa einem Mehrverbrauch pro Tag von 80 bis 100 Kilokalorien. 80 bis 100 Kilokalorien. Das heißt, wenn ich jetzt 80 bis 100 Kilokalorien Mehrverbrauch habe, nur durch mehr Muskelmasse am Tag, und ich rechne das mit 360 Tagen pro Jahr hoch, bin ich auf 36.000 Kilokalorien. Es gibt eine Formel, die heißt 1 Kilogramm Fett entspricht in etwa 7.000 Kilokalorien. So, wenn ich 36.000 Kilokalorien mehr Grundumsatz verbrauche, bedeutet das über den Daumen bei den 7.000 Kilokalorien für 1 Kilogramm Fett 5 Kilo Verlust pro Jahr. Okay, das heißt, abnehmen ist ganz einfach. Es gibt nichts Einfaches als das. Ich muss nur schauen, dass ich meinen Grundumsatz erhöhe. Und den Grundumsatz erhöhen kann man durch sportliche Aktivitäten, kann man durch mehr Bewegung. Bewegungsmangel ist übrigens ganz, ganz schlimm, weil bei Bewegungsmangel verstärkt sich dieser Effekt noch mehr. Wenn ich mich noch weniger bewege als bis jetzt und die Bewegung geht retour, dann bedeutet das, dass ich noch weniger Kalorien verbrauche und dass mein Überschuss hier immer größer wird. Je weniger ich mich bewege, desto größer wird mein Überschuss. Ich habe eine Unmengen Energie zur Verfügung durch die zugeführte Nahrung, weil die reduziere ich gleichzeitig ja nicht. Und diese lagert sich in Form von Fett ein. Das heißt, ich werde immer fetter, je weniger ich mich bewege. Auch wenn ich nur das gleiche esse wie früher. Zusätzlich kommen noch Faktoren dazu, wie je älter ich werde, desto langsamer wird mein Stoffwechsel, mein Hormonhaushalt stellt sich um und, und. Die Grundüberlegung ist diese hier, Bewegung, man verbraucht mehr Kilokalorien und dieses reduziert mein Körperfett. Dankeschön. Das nächste Mal spreche ich ein bisschen über Diäten. Viel Spaß beim Abspecken.